Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Ich habe ein bisschen zu früh auf den Knopf gedrückt, muss ich ehrlich zugeben, aber ich lasse das jetzt mal so, weil ich bin ein fauler Mensch und stehe zu meinen Fehlern. Ja, Belohnung für den Tag der Befreiung Min Matars, sehr interessant. Wusste ich auch noch nicht, dass es da irgendwas gab. Das beanspruchen wir auch mal, das ist auch schon bald wieder voll. Das war's jetzt aber, ne? Gut, dann können wir jetzt anfangen. Ja, da komme ich dann irgendwann mal wieder zu, wenn ich Zeit habe in meinem Urlaub im August. Da habe ich echt genug Zeit, um mich darum mal zu kümmern. Weil jetzt im Moment habe ich nicht so viel Zeit, ärgerlicherweise. Nehmen wir kurz einen Schluck Kaffee. Das scheint neu zu sein, wirklich. Oh, E-Mail. Linke Spanne wird der einzelne Faktor. Ja. Da schauen wir gleich mal rein. Das ist von dir, Mario, glaube ich, die E-Mail wieder. Genau. Machen wir gleich mal. Also ich kann dir, glaube ich, jetzt schon sagen, ich habe da ehrlich noch nicht viel gemacht, aber wir schauen mal rein. Für dieses Mission Running war schon mal ein Thema für diese Folge. Das ist sehr gut. wenigstens einer, der mitdenkt. Nee, also. Charakter. Ich muss die E-Mail nochmal lesen. Ich kann mir das so schnell gar nicht merken. Also. Na. Mach doch auf, Mensch. Also, du klickst links oben auf deinen Charakter, wählst den dritten Reiter Interaktionen. Ah ja, okay. Auf den Reiter Interaktionen. Ach da, jetzt habe ich es. Interaktion. Hier in der linke Spalte und der Wert der einzelnen Fraktionen Corporations. Also, wie war das? Die linke Spalte. Das ist wahrscheinlich dieses hier, die Fraktion. Und diese Werte nehme ich mal an. Kann man das? Kaldari State. Wo ich schon mal ein bisschen was gemacht habe, das ist Sister of Eve. Wo haben wir sie denn? In. Da. Sisters of Eve zum Beispiel. Die sind ja in Arnon. Das ist ja dieser typische Werdegang, wenn man anfängt zu spielen. Als Galente. Und diese eine Schule da in Celion, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall. Dann landet man in Arnon und macht die Aufgaben von Sister of Eve. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Fraktionen oder sowas auch da diesen Leuten da auch so ist. Und da habe ich einiges gemacht teilweise. Nur, ich weiß nicht, wie weit ich da bin, dass man dann halt die Agenten der zweiten Ebene benutzen kann. Ich versuche das mal. So, meintest du, ne? Dann kannst du dir in Ruhe jetzt anschauen, was ich habe. Raubdrohnen, ne? Die mögen mich nicht. Or, ich nehme mal meine Maus weg, dann kannst du in Ruhe schauen. Kannst Pause drücken. Genau, das hatten wir ja vor. Ich hatte ja vor, mit dir Mission Running zu machen, weil ich das noch nie so gemacht habe. Und das ist dann auch eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, und zwar die Empfehlung. Ich glaube, das reicht jetzt, ne? Dann mache ich das mal wieder weg. Dann mache ich deine auch mal wieder weg. Das machen wir auch wieder weg. Ja, das lassen wir mal. Was wollte ich jetzt machen? Ah, Schiff. Da. Halt, erstmal
lösen wir unsere komischen Belohnungen ein. So. Die Velox war das. Oder so hieß die. Vexor, Entschuldigung. Vexor war das. Dieses Schiff ist das Schiff, was empfohlen wurde, ne, das hast du, Mario, glaube ich, gesagt, für dieses Mission Running. Und ich schaue mir das mal an. Was ist das denn überhaupt für eins? Das ist auf Panzerung auch aus. Gut. Bonus auf mittelgroße Hybridgeschütztürme und auf Drohnen. Mhm. Erzausbeute. Aha. Das ist sehr interessant. Das, mit dem kann man auch Erz abbauen. Das wusste ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4. Panzerung. Was hat der so? Ja, das, jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Was kann der denn für Abbaulaser nutzen? Die... Ach, das habe ich hier wieder nicht drin. Moment. Mining. Auch nicht. Wo habe ich das denn jetzt wieder gelassen? Ich muss unbedingt mal aufräumen bei mir. Das hier drin. Jetzt bin ich ja gespannt. Da haben wir sie. Ah ja. Der kann also nur die normalen Abbaulaser nutzen. Die kleinen. Die hier. Die Miner 1 und Miner 2. Habe ich das? Ja, da haben wir sie. Miner 2. Wir simulieren das Ganze mal. Gehen wir raus aus der Talos. Wir gehen mal in Hardware. War das hier? Nehmen wir das hier. So, meine 1 und meine 2. Die kann er nicht nutzen, nehme ich mal an. Ach nee, das sind ja auch solche. Nee, nee, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt schon wieder vertan. Nein, 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 nein. Die kann er nicht, aber die hier. Die Stripminer, das sind ja die mit Kristall. Den kann er auch nicht nutzen, aber den hier. Ich weiß gar nicht, ob die auch mit Kristallen funktionieren. Finde ich sehr interessant gerade. Info. Benutzen mit. Da gibt es auch Kristalle für. Okay, alles klar. 188 pro 100, also Zyklus ist 180 Sekunden. 188 Kubikmeter pro Zyklus. Und was schaffen die mit Kristallen? Nehmen wir mal Feldspar 2. Kubikmeter pro 180 Sekunden, also pro Zyklus. Das wären bei zwei Kristallen, wären das 300, also 600, 640, 656 pro Zyklus. Nehmen wir mal an, ich bin ganz deppert und hau das Ding voll mit Mining-Lasern und Kristallen. Dann sind das 4 mal 328, sind 1200, 1280, 1304 pro Zyklus, wenn ich mich nicht irre. Ich finde, das ist schon eine ganz schöne Leistung für so ein kleines Ding. Und ist da die prozentuale Geschichte eigentlich schon mit eingerechnet? Die 10% mehr pro Skillstufe. Moment. HP. Ach, ich bin so dämlich. Ja, sagt es mir ruhig in den Kommentaren.
ich bin doof. Es ist natürlich die Erzausbeute von Drohnen. Ich bin echt dumm. Tut mir leid. Aber gut, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich war wieder viel zu enthusiastisch. Aber trotzdem, trotz alledem, finde ich das hier gar nicht so schlecht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Spieler, der erwägt, mit einer Vexor Erzabbau zu betreiben. Spaßeshalber. Aber trotzdem ist das hier auch interessant. Bei 10% auf die HP, den Schaden und die Erzausbeute von Drohnen, das ist schon sehr viel. Was hatten die Orca? Wir schauen mal. Info. Ach so, ja gut, die hat natürlich 100% mehr. Ja gut, alles klar. Das lässt sich nicht vergleichen. Obwohl, immerhin 10%, ne? Wenn man mit der Vexor unterwegs ist und sich einigermaßen ausstattet, ist das vielleicht sogar so ein kleines Multitalent, um im Low-Sec zu überleben. Verlange ich dazu viel von dem kleinen Schiff? Was hat er hier? Er hat auch 10% auf die Ausbeute von Drohnen, Erzausbeute. Und Funktionsbonus nochmal 50%. Was hatte jetzt der Orca? 10% Drohnen, 100% auf die Drohnen. Okay. Also das ist schon einiges mehr. Das lässt sich dann doch nicht so unbedingt vergleichen. Aber ehrlich gesagt finde ich das schon beeindruckend. Ich kannte die Vexor vorher nicht. Also das ungeahnte Möglichkeiten. Die ist natürlich dafür nicht gedacht. Ne? Das ist mir auch klar. Aber ihr wisst ja, dass ich immer mal so ein bisschen rumspinne gerne, was Eve angeht und diese Sachen. Ich bin da ja relativ flexibel. Vexor. Als was war die denn eigentlich gedacht? Die Vexor ist ein starkes Kampfschiff, das auch für eine Reihe anderer Einsätze ausgerüstet ist, ja. Besonders für Überwachungsaufgaben, feindliche Sektoren, aber ohne zur Basis zurückzukehren. Ja gut, genau das ist das nämlich, was ich meine. Die ist ja relativ unabhängig, dadurch, dass die Erze abbauen kann, kann man sich da auch ein bisschen über Wasser halten mit dem Ding. Aber machen wir das doch mal alles weg. Nehmen wir die mal alle raus und setzen mal Waffen ein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Mittelgroße Geschütztürme, haben sie gesagt. Hybrid war das, ne? Wir nehmen mal wieder... Waffentürme und Launcher. Hybrid. Extra groß, groß, mittel wollen wir haben. Mittelgroß. Was hatte ich denn bei der Talos hieß die, ne? Ich habe echt, also mit diesen Schiffnamen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Wo haben wir sie denn? Na, ich weiß nicht, wo ich sie jetzt habe. Ich weiß, ich glaube, die ist jetzt in Store 2 oder so. Egal. Mittelgroß. Neutronenblaster war das nicht. Wir nehmen mal irgendwas. Also wir nehmen mal den hier. Hauen mal die ganze Batterie voll. So. Die benutzt man mit. Uranium Charge. Tech 2. Nehmen wir mal Void wieder. Das hatten wir bei der Talos, glaube ich, auch. Nehmen wir mal Void. So. So. Geht wahrscheinlich noch viel besser. Und dann gehen wir mal auf die
Hier erstmal wieder Damage Control. Damage Control. Hm. Da war ja dieses eigentlich gar nicht schlecht, aber das kann er nicht benutzen. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Damage Control. Oh, was können wir denn hier noch machen? Ja, das mal raus. Also ich werde mal in mich kehren und für dieses Ding, so wie für die Talos auch, mal ein vernünftiges Fitting zusammenstellen. Jetzt nicht mit Laser zum Abbauen von Erzen oder sowas. Das war jetzt eine kleine Spinnerei von mir, weil ich mich verlesen hatte. Aber ich bin ganz ehrlich, das wäre eine Möglichkeit, so ein bisschen sich über Wasser zu halten, wenn man irgendwie mal alles verliert vielleicht oder so auch. Oder einfach mal was Neues ausprobieren will mit der Velox einfach. Vexor. Einfach mal auf Gedeih und Verderb in irgendeinem Sektor und sich da was Neues aufbauen oder sowas, finde ich sehr interessant. Oder ein zweite Heimat in Anführungsstrichen. Das werde ich in Ruhe machen. Denn ich habe sonst nämlich auch gar nichts zu berichten. Wir können doch mal kurz schauen, wie es aussieht finanziell. Ich habe noch nichts verkauft weiter. Okay, da muss man noch mal ein bisschen abwarten. Und ich habe auch noch nichts weiter ausgeliefert an Planet-Management-Gütern, die ich geholt habe. Ich kann noch was abholen. Ich werde wieder mit Discovery, dem Projekt Discovery, werde ich mir wieder ein bisschen Kohle verschaffen, die nächste Fuhre abholen, vielleicht die nächsten zwei Fuhren und das Gesammelte dann mal wegbringen und verkloppen. Da haben wir schon einiges an Kohle wieder drin. Bis dahin habe ich auch die anderen Sachen verkauft. Und dann ist sowieso auch Kloß im Hals, dann ist auch die nächste Folge dran. Und ja, ich hoffe, das war so ausreichend an dich, Mario, für die Geschichte mit den Fraktionen. Nochmal danke auch für den Hinweis mit der Vexor. Da werde ich mich jetzt innig mit beschäftigen. Kohle sammeln für das Ding zum Kaufen. Kohle sammeln, um die Talos auszustatten. Und dann haben wir in der nächsten Folge ordentlich was zu bequatschen. Dann würde ich aber mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit. Und schreibt mir in die Kommentare. Wascht mir den Kopf, dass ich nicht richtig lese. Und bis zum nächsten Mal. Asche auf mein Haupt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.